Tag. Ich hab schon gedacht, du sagst jetzt nichts. So als Verarsche. Doch, ich sag was. Guten Tag, habe ich gesagt. Ja, weil sie jetzt gesagt hat, ich soll anzählen und sie sagt guten Tag. Und dann dachte ich jetzt, ich zähle an und dann ist es wieder doof. Und dann ist völlig Schweigen hier im Walde. Nein, nein. Gefährlich, sowas. Der Frau darf man nicht trauen. Guta tanquikuta, piduk bamba, mibunawa, tuipitute bak batra, wonga wonga, kiko ubakili, wata bunga dunko, putoga wata. Ich habe das jetzt schon mal, drück mal noch nicht, ich habe das schon mal jetzt bei meinen Kriegeraufnahmen schon mal angesagt, mit die kein Basic sprechen, dass diese Schrift so schnell verschwindet, dass du ja nicht hinterherkommst mit Lesen. Die Ja. müssen ja auch davon ausgehen, dass da ja, ich sag mal, ja, so. Leseschwache dabei sind. Ja, wisst ihr, was hast du denn davon? Ich meine, hier geht es noch, du kannst jetzt den Chat bei Sonstiges gucken und kannst jetzt nochmal durchlesen in Ruhe. Bei den neuen Sachen, wo du dann diesen schwarzen Bildschirm da hast da und diese, da kannst du das nicht nochmal nachlesen. Zumal mir ja mittlerweile jetzt so viel fallen ist, dass die Antworten teilweise aus dem Bildschirm rausgehen und du ja nicht weißt, was du da eigentlich quatschen Ist mir auch sollst. schon aufgefallen, ja. Finde das affig. Dafür hat man ja eine Space-Taste, weißt du? Wenn das jetzt zu lange dauert, drückt man einfach Space und dann kann man das nächste sprechen. Aber so kann man dann wenigstens. Naja. So, gut. Und dabei wird Hilfe benötigt? Michutinut. Chokinoemo. Uba, Chona, Alipa, Isadun, Kuta. Irgendwas mit der U-Bahn hat er gesagt. Erkenne ich diese Schilde, wenn ich sie sehe? Jikila, Umpasa, Dubiska, Umpa, Hupa, Kabuna, Upa, Upa, kenne ich. Udmishka, Kabanoteseme. Jetzt habe ich hier kein Bild gemacht. Oh. Ja, irgendwie. War kein vernünftiger mit bei. Einmal war er mit bei, aber da habe ich zu spät dran gedacht. Was wieder sehr ärgerlich ist. So, wir müssen hier um Deck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich um der Ecke. Bin ich. Ich mag dieses Lied. Schade, dass es das nicht mehr bei YouTube gibt. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und was nicht hier ist, dauert 3 Sekunden. Eine für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Kennst du das Lied eigentlich? Ah, guck mir gerade hier eklige Sachen bei. Schickt mir wieder Nacktfotos von sich. In dem Sinne, das ist ja eigentlich ein nacktes Foto, ja. Man sieht sehr viel Haut. Naja. Jetzt bin ich in nackt. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich war froh, dass ich die Albträume los war. Die werden zurückkommen. Mein Therapeut wird davon erfahren. Dem zeige ich das Bild dann auch, Der Arme. damit er auch Albträume kriegt. Damit nicht nur du leiden musst, ja. Ja, wäre ein schwarzes Brett an der Firma hängen. Ja. Hier sind aber viele Viecher. Die sind wie Rudels. Da gibt's, ach hier, gibt's was zum Looten. Ich wollte schon sagen. Ich hab nix. Mich macht das gerade sehr, sehr traurig, dass mein Knie so dolle weh tut. Ich bin heute das allererste Mal komplett schmerzmittelfrei. Mal nicht auf Droge. Und war heute auch 2 Stunden draußen unterwegs. Und das finde ich jetzt ganz furchtbar, dass ich mein Knie so dolle spüre, weil die ganze Zeit habe ich es nicht gespürt und war felsenfest der Meinung,
der Arzt verarscht mich und schreibt mich unnütze krank. Ja, dann musst du schon. Du warst bestimmt die ganze Nacht tanzen. Nee. Nee, also tanzen mit dem Knie, das traue ich mir weiß Gott nicht zu. Also für so gesund schätze ich mich selber nicht mal ein. Ich mache das trotzdem traurig. Ich will wieder gesund sein und weiter Sport machen oder wieder Sport machen und Fahrrad fahren und keinen Schmerzen haben wollen. Ich vermisse meinen Alltag. So krass wie es klingt. Erzählt, auf Arbeit haben wir doch auch so ein. Ja, so ein. Möchte gern Bodybuilder. Bei dem ja, ach, aber der, alles nicht ja. Sonst, der hat seit 2 Monaten keinen Sport mehr gemacht. Nanu? Naja, Ding geht nicht. Ständig hört er irgendwas, sagt er. Ist bei mir genauso. Seit Dezember. Ja, ich auch. Seit Dezember habe ich sporadisch, sag mal, Sport gemacht. Also ein bisschen. Die Woche habe ich gar keinen Sport gemacht. War aber klein gewesen. Weil ich zu sehr auf Zocken aus war. Ich bin zurzeit so ein bisschen. Ja, nur daddeln, wisst ihr. Jede freie Minute. In dem Spiel investieren. Ist mal wieder ran. Kommt doch sicherlich wieder der Tag, wo ich dann wieder, weiß ich, wie viele Stunden am Stück zocke und dann ist es mal wieder 1 Monat Ruhe. Dann war es wieder zu viel gewesen. Das ist halt momentan bei mir der Vorteil, den ich genieße, weil wenn ich krank bin, dann komme ich endlich mal auch privat vernünftig zum Zocken. Und das finde ich gerade so toll. Endlich mal wieder mit meiner Gilde was machen. Die freuen sich, wenn ich mal wieder mich öfters blicken lasse. Das ist schon toll. Das werde ich dann wiederum vermissen, wenn ich wieder komplett gesund bin. Ich meine, klar, ist meine eigene Entscheidung. Dann soll ich mir einfach nicht so viel vornehmen. Aber ich finde halt mein reales Leben wichtiger. Das ist doch reales Leben. Ja, ist doch so. Im realen Leben spielst du ein virtuelles Spiel. Und vor allem, ich bin auch endlich mal wieder schön weit vorangekommen mit meinem privaten Charakter, den ich da gerne spiele. Hier ist eine Kiste. Hast du übersehen? Ja. Kannst ruhig öffnen. Ja, wollte ich ja. Hat ja nicht funktioniert. Achso. Warum auch immer. Darf ich bedarfen bei dem Gefährten-Dingens? Oder hat das für dich auch einen großen Nutzen? Also bei mir Ich hab nicht mal geguckt. Achso, bei mir ist nämlich Mittlocher wenigstens. Ich hab nicht mal geguckt, ob da irgendwie was. Was da überhaupt drin war. Ein Stim habe ich gesehen. Den ich wahrscheinlich, ja, den habe ich auch schon wieder gekriegt. Das habe ich schon 2. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Wisst ihr was? Ich kaum mir mal in den Knie. So, zack. Jetzt bin ich auch schmerzfrei. Das ist jetzt schon mein 2. Stim in dieser insgesamten Aufnahmerunde, den ich mir ins Knie haue. Echt? Ja. Ich hab 4 Stims insgesamt gehabt. Ich weiß nicht, ich kann so ein Zeug immer nie gebrauchen. Ich hab mal früher, wo ich mal angefangen habe, hab ich mal hier so Medipacks hergestellt. Nee, benutzt. Ja, hergestellt hatte ich auch mal. Über Bioanalyse. Da gibt es ja ein paar gute Gimmicks, wenn du jetzt, sag mal, Geh rein. Kommst du ja nicht rein? Nein. Bei mir ist rot. Aber schimmert grün. Komisch. Bei mir ist es auch rot, aber reinlaufen konnte ich. Da habe ich ja auch mal so Dings benutzt, wisst ihr, aber mittlerweile braucht man alles nicht mehr.
Ich hab's aber immer so von Notreserve hier so ein Medipacks drin, aber. Ja, ich auch. Aber benutzt tue ich die eigentlich nicht. Ja, dazu sind meine Gefährten da. Ja. Warum bist du aufgestiegen? Hm. Na, den Glückwunsch. Danke, danke. Brauchst du die dolle Vieh? Na, mal gucken. Haha. Nix. Ich bleib weiterhin so doof wie vorher. Nee, nee, hier geradeaus. Ja? Ah, nee, da sind wir ja gekommen. Ja, wollte ich das sagen. Da hat er ja auch was blau geleuchtet hier. Nee, ist nur. Leuchtet nur blau. Ist nur Optik. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, was ich morgen vorhab? Nee, ne? Nee. Ah, okay. Mist. Das ist bestimmt wieder was schlüpfriert. Nein. Was hat was mit Fotografie zu tun? Mit schlüpfriert. Sag mal, nein. Muss doch nicht alles schlüpfrig sein. Ja, dann ist es halt ohne schlüpfrig. Dann ist es völlig nackt. Da hatte ich mal bei Facebook so ein Bild gesehen gehabt. Aber macht es ja aus, wenn ich nackt fotografiere? Oder irgendwie kann ich... Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen, scheiße. Ich hab doch gesagt, schlüpfrig, na sag mal. Fängt die hier mit nackt fotografieren an? Jetzt will ich's wissen. Jetzt muss ich mir das Bild nochmal angucken. Ich mach mal hier noch ein bisschen Chaos ja, vorbei. Klar. Darf ich dich mal nackt fotografieren? Ja, wenn dir das nicht so kalt ist, meinetwegen. Das fand ich sehr lustig. Wer redet denn da? Schön. Ah, ist der nicht? Doch jetzt. Aruwa hat die Frontlinien durchbrochen und Gianda hat ihre Flanke einbrechen lassen. Kauabunga. Die Imperialen ziehen sich zurück. Republikanische Truppen stürmen den Tempel. Wir müssen da. Sagst du mir jetzt eigentlich noch, was du morgen machst oder nicht? Oder wartet jetzt schon, dass du von einem Nackten fotografiert wirst? Nee, die Genugtuung gebe ich niemandem. Was? Dass mich jemand nackt fotografiert. Nee, du hast jetzt falsch verstanden. Nein, dass die Person, die mich fotografiert, nackt ist. Ja. So. Ja, nee, will ich aber auch nicht. Ach so. Haut auch so nicht der Realität hin. Sind dieser komische Darf? Dass die Republik ihre Lieblingshandlanger schickt, um den Tempel wieder einzunehmen. Wie heißt er, Ahoi? Ihr habt die Schlacht um Ilum gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Selbst wenn ihr das Imperium 1000-mal besiegt, werden wir uns immer wieder erheben. Moment. Zeit läuft, ich hab schon... Eure Armeen sind besiegt, Darth Aro. Legt eure Waffen nieder, dann wird die Republik euch gerecht behandelt. Man wird mich nicht gefangen nehmen. Bis die Armee der Republik hier ist, werde ich diese Eiswelt schon lange verlassen haben. Aber zuerst werde ich die Galaxis von euch befreien. Aua, mein Knie. Aua. Euer Tod wird eine Inspiration für alle sein, die dem Imperium dienen. Was für eine Inspiration. Oh, hier sind aber viele. Vielleicht nicht mehr. Warum kann ich das nicht auswählen? Du musst die an der Seite töten. Oh, ich habe ein neues Vermächtnis, Dingens. Cool. Ich habe ein neues Gemächt verdingens. Ja, Heldenmoment, meinte ich. Ah. Ich bin gleich tot. Ich auch. Hallo? Okay.
Ein Jedi-Seher hat uns geheilt, wer auch immer das ist. Ich erinnere mich an die Aufgabe. Ich bin hier schon mal gestorben. Elendig. Ja, was willst du auch machen, wenn du alleine hier bist? Da waren die Fährten noch nicht so stark. Minus? Ach nee, wir sind ja hier bei Mac. Ja, nicht bei Mexaroda. Also bei Mexaroda ist mein Gefährte mittlerweile gut stark. Kehre zurück. Ah, zu dem unteren. Diesmal werden wir auch die Kantine nehmen. Nicht, dass ich wieder draußen in der Kälte lande. Mit meinem Krieger habe ich Dings hier, wie heißt er? Lade auf 23, glaube ich. Also ich habe 25. Und mit meinem Hexer, mit meinem privaten, habe ich gesagt, glaube ich, schon 33, 34. Boah. Das ist viel. Ja. Na, ich sag mal so, hätte ich Kopf weiterhin, dann wäre ich auch höher. Aber ich habe mir neuen Gefährten rausgesucht. Oh, ich habe gespoilert. Aber ich sag nicht wer. Ich hab's bei meinem Krieger so durch die Bandbreite mal so einen schönen Horis levelt allem an. Je nachdem, was ich so an Schenke habe, weißt du? Alle Imperialen auf Ilum haben sich ergeben. Aber es hat uns viel gekostet. Die Namen all jener, die ihr Leben auf Ilum gaben, werden niemals vergessen werden. Ich möchte euch eine Belohnung für euren heldenhaften Einsatz geben, mit dem ihr die Artefakte im Jedi-Tempel gerettet habt. Der Orden ist euch auf ewig dankbar. Kalam Jemrani Naya. Nemkiri. Commander, hört ihr mich? Ich habe gerade eine Nachricht von Darth Malgus empfangen. Malgus ist gefährlich. Jetzt, wo Darth Aro von der Bildfläche verschwunden ist, wird er sich bald einen neuen Feind suchen. Ich glaube, er hat bereits jemanden gefunden. Aber hört selbst. Ich habe diese Nachricht abgefangen. Sie wurde auf allen Standardkommunikationskanälen des Imperiums gesendet. Verehrte Sith, Bürger des Imperiums. Die internen Fäden des Rats der Sith und die Abwesenheit eines geradezu apathischen Imperators haben das Imperium jetzt schon zu lange geschwächt. Sith, Kinder der Sith und Krieger in der ganzen Galaxis, ich rufe ein neues Imperium aus, das offen für alle ist, die nach Eroberung, Entfesselung und Leidenschaft streben. Ich dachte mir schon, dass er uns hintergeht, aber das... Der Rat der Sith wurde aufgelöst. An alle, die mich wie Darth Serevin unterstützen wollen, vergesst eure Titel und lasst mich euch zum Sieg führen. Jene, die sich weigern, werden sich unserer Tarnflotte stellen müssen. Der Imperator ist Vergangenheit. Seine Station und seine Macht sind in meiner Hand. Wir werden die Galaxis erobern, während er schläft. Oh Mann, ich war noch am Lesen. Auf unserer Seite ist? Als Oberbefehlshaber könnt ihr doch wohl kaum so leichtgläubig sein. Als ob wir eine Wahl gehabt hätten. Malgus hatte Informationen, die wir benötigten, um Darth Aro aufzuhalten. Ich hatte gehofft, dass uns das ein paar Jahre des Friedens bringen würde. Wir empfangen Nachrichten von imperialen Koms. Malgus hat die Tarntechnologie, die Flotte und die Raumstation des Imperators. Ich weiß, ich habe schon zu viel von euch verlangt. Aber wir müssen Darth Malgus ausschalten, und zwar schnell. Die Sith meucheln sich doch ständig gegenseitig nieder. Wir lehnen uns einfach zurück und sehen zu, wie einer seiner eigenen Leute ihn erledigt. Das dauert zu lange. Ihr habt die Nachricht gehört. Malgus hat im Moment die Unterstützung zu vieler Sith-Lords. Und wenn er seine Position erst einmal festigt, wird seine Tarnflotte die Republik garantiert angreifen. Wir müssen ihn vorher ausschalten. Ich muss mich mit unseren besten Militärstrategen beraten. Rüstet euch für den Kampf aus und kommt dann zu unserem Treffen. Das Schicksal der Galaxis steht auf dem Spiel.
nächsten Folge. Oh, schon? Wow. Ist vorbei, ja. Gut. Bis dahin. Genau, tschüssi.